Ich ruf deinen Miguel an. Er geht zum vierten Mal nicht dran. Er macht auf teuer. Er macht auf teuer. So, der erste Anruf. Was geht? Oha, nein. Alles fit? Ja, und bei dir? Ja, sicher. Oh mein Gott. Warum? Was ist los? Was passiert? Sag schnell. Nein, ich finde nur krass, dass du mich anrufst. Warum? Wir sind doch seit 5 Jahren befreundet. Warum verleugnest du mich jetzt so? Natürlich sind wir befreundet. Sag mal deinen Namen, dein Alter, wo du herkommst. Ich bin 14. Ich heiße Jaro und komme aus Noretuan. Krass. Noriega 18 kommt einfach aus Albanien. Was geht, Barada? Nichts bei dir. Bruder, ich küsse dein Herz. Du bist live im Stream. Willst du den Leuten was sagen? Nö. Guck mal, was an Ehrenbruder. Er hat euch nicht mal was zu sagen. Nicht mal so schöne Grüße oder so. Ich küsse dein Herz. Ich hoffe, ich konnte deinen Abend ein bisschen schöner machen. Ja, Mann, das machst du. Inshallah, du guckst jetzt meinen Stream. Habe ich einen Zuschauer mal? Inshallah. Ich guck deinen Stream. Ich küsse dein Herz, Bruder. Er hat sich gefreut. Wie unnormal süß. Guck mal, wie der Süße sich gefreut hat. Und das kann mir kein SEK-Beamter wegnehmen. Jetzt wird sich jemand richtig freuen. Da hat mir nämlich jemand die Nummer von seinem Freund geschickt. Und hat gesagt, ruf mal bitte an, er wird sich unnormal freuen. Stellt euch mal vor, ihr kriegt einen Anruf, ihr rechnet gar nicht damit. Boah, thanks Nachbar, ich küsse dein Herz fürs Abonnieren. Jetzt, er geht einfach nicht dran. Stellt euch mal vor, er geht nicht dran. Ihr Gesprächspartner ist Alle gucken jetzt aufs Handy. Werde ich angerufen? Hallo? Was geht? Oh mein Gott, was geht? Alles fit? Ja, bei dir? Ja, natürlich. Du bist live im Stream. Sag mal was zu den Leuten, die gerade zuschauen. Das sind 1900 Leute im Chat. Was geht, Leute? Support alle, Maestro. Ich küsse doch dein Herz. Hast du damit gerechnet, angerufen zu werden? Nein, eigentlich gar nicht. Weil ich halt so spät geschrieben habe. Also bei mir wird das immer durcheinander angezeigt. Ich sehe, also das ordnet so. Instagram selber. Ja, ne, du hast Glück gehabt. Oh mein Gott, ja. Okay, ich hoffe, Corona und so. Mir geht's gut. Was machst du jetzt gerade um diese Uhrzeit? Nix, ich bin gerade mit Freunden in Party, also bei PlayStation. Aha, ich dachte schon hier Lockdown und so Party. Ich wollte gerade schon was sagen. Ja. Nein. Okay. Dankeschön, wie alt bist du? Ich bin 15. Oha, geh mal schlafen. Nein. Ich wünsche einen schönen Abend dir und deinen Freundinnen in der Party. Ne? Dankeschön. Danke für den Support, ich küsse dein Herz, bis dann. Kein Ding, tschüss. Ciao. Warum sind alle minderjährig, Digga? Wir versuchen es nochmal. Aber ich würde, wenn ich meine Nummer selber nicht weitergegeben habe, um diese Uhrzeit auch nicht rangehen wahrscheinlich. Ihr Gesprächspartner ist... Hallo? Hallo. Wer bist du? Wer ist da? Wer bist du? Wer bist du? Ja, warum rufst du mich an? Warum soll ich dich nicht anrufen? Ja, okay, tschüss. Also, wenn du jetzt auflegst, glaube ich, willst du dich selber traurig machen ein bisschen. Weißt du warum? Weil du Attila bist. Vielleicht. Vielleicht gucken dir gerade 1900 Leute, also hören dir zu, wie du mit mir telefonierst. Vielleicht hat mir Suila 55 gesagt, ich soll dich anrufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie hat Herzinfarkt bekommen. Ich muss nochmal anrufen. Ich glaube, ihr geht's wirklich nicht. Ey, das ist nicht, dass dir wirklich was passiert ist, ne? Digga. Ich meine, ihre Freundin, die mir das geschickt hat, hat schon geschrieben, sie würde ausrasten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Einfach, sie hat Herzinfarkt bekommen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Wer bin ich wohl? Wem hast du heute deine Nummer geschickt auf Instagram? Nein. Bruder, ich hätte sogar meine Nummer angemacht bei dir. Du kannst ruhig meine Nummer haben, aber ich habe automatisch schon unbekannt. Deswegen habe ich die direkt ausgelassen. Maestro, aber wie geht's?
Was geht, Musti? Was geht? Alles gut bei dir? Alles gut, warte, die Leute sehen gerade, die wissen aber nicht, wer das ist. Freunde, das hier ist Musti. Kennt ihr Musti? Der war auch im Video von Mois, habe ich ihn mit rein gejubelt. Der macht sehr, 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 sehr witzige TikToks. Also ich feiere dich, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich küsse deine Augen. Dankeschön, aber es freut mich sehr. Wir hatten danach kurz geschrieben. Und Musti schreibt einfach heute so, also ich folge ihm ja auch. Wir haben ja geschrieben, auf einmal, er schickt mir so voll auf süß auch seine Nummer. Ich dachte mir so, boah, safe, den muss ich auch anrufen. Boah, danke schön, aber ja. Musti, Janem, ja. Ich schick dir nachher aber auch so meine Nummer, dann können wir auch auf WhatsApp schreiben, okay? Abi, vielen Dank, viel Spaß. Ich küsse deinen Kopf, ich wünsche dir auch viel Spaß. Wir sehen uns, Bruder. Warte, Abi. Ja. Schöne Grüße an die Leute. Na, guck mal, du bist der Erste von denen, der von selbst drauf kommt, den Chat zu grüßen. Wallah, geiler Typ. Freunde, guck mal, ich gehe nochmal auf Reaction-Seite. Ihr seht hier sein TikTok. Lasst dem Bruder ein Follow da. Folgt ihm auf Instagram, lasst ihm auch ein Follow da. Ihr könnt, das steht hier, glaube ich, hier. Dankeschön. So, folgt ihm auch auf Instagram, folgt ihm auf TikTok. Guckt euch seine Videos an. Der Typ ist echt, echt, echt unterhaltsam. Der Bruder ist lustig. Bis dann, Augen, vielen Dank. Hat ihr Pjumsene. Bis dann. Ciao, ciao. Guck mal, da ist eine Person auf Instagram, die heißt Millihan B und schreibt, kannst du bitte Miguel nochmal anrufen, bitte. Ich ruf deinen Miguel an, er geht zum vierten Mal nicht dran, er macht auf teuer. Mein Vater letzten Monat nicht viermal angerufen, er macht einfach auf teuer. Miguel, ich küsse doch dein Herz, wofür hast du ein Handy, ja? Hallo? Erfinde. Wer ist da? Mohammed, hallo. Hallo Mohammed. Warum rufst du mich an? Wer bist du? Wer bist du, Mohammed? Warum rufst du mich einfach nachts an? Hä? Wer bist du? Wer könnte dich nachts vor 2000 Zuschauern live auf Twitch anrufen? Meister, Bruder. Meister, bist du's? Was geht? Hä? Hey, warte mal. Was für live anrufen? Bist du live? Ja. Hä, warte mal, deine Nummer. Woher habe ich seine Nummer? Vielleicht hat ein Freund zu mir gesagt, prank mal meinen Freund. What the fuck, Alter? Was geht? Was geht? Ich glaub's ja nicht. Bruderherz. Du bist live im Stream. Achso, was geht ab? Alle schreiben Herzen. Oh mein Gott. Was machst du so, Bro? Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Mir geht's gut, endlich funktioniert Stream wieder. Ich hab Handynummern reinschreiben lassen, wo ich die Leute anrufe und alle die ganze Zeit so, bitte ruf Abu an. Oh mein Gott, Abu. Oh mein Gott, Abu. Abu. Mich so zu pushen, ich werd rot, Bro. Die, ein paar haben so geschrieben, so, Nani. Cringe. Bro, vorhin, der Friseur war da, gell, bei mir. Ja. Und der hat einmal geraucht. Diese Wohnung ist schon, es stinkt seit einer Stunde. Wie werde ich den Geruch los? Na, ausziehen, Bruder. Kannst du mir eine neue Wohnung klar machen? Du kannst bei mir wohnen, aber ich rauche auch in der Wohnung. Okay. Ey, warte, ich muss dir ein paar Chats vorlesen. Also einer schreibt Abu Senpai, einer schreibt einfach Zucker ist er, einer schreibt Abu, wir lieben dich, einer schreibt Abu, Edda Türkei schreibt Abu, marry me, hahaha. Sude schreibt Heiratsantrag an Abu, wird es heute in den Chat geben. Veronika 1306 sagt Abu, sag Abu, wir lieben ihn. Hahaha. Küsst dein Herz, Walla. Vielen Dank für euren Support, Shababs. Und Deniski schreibt Abu, süßester Walla. Bro, ich höre auf alles. Richtig viele Jungs schreiben mir, dass ich süß bin. Aber Abu, weißt du was nicht, du darfst das nicht missverstehen. Die meinen das nicht auf so eine Homo-Art und Weise. Die meinen das so, süßer, großer Bruder so. So wie ich zum Beispiel, so wie ich zum Beispiel sage, wenn jemand, der älter ist als ich, aber so voll nett, voll sympathisch, voll so lieb ist, so gutes Herz. Zum Beispiel, ich habe heute gesagt, wir haben über Hallo Salam geredet, okay? Ich sage so, boah, Hallo Salam ist voll der nette Kerl, ist voll der süße Bruder so. So meinen die das so, dass du süß bist. Genau. Ich habe das eh noch nie eigentlich böse aufgefasst, also... Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Einer schreibt, ich werde schwul für Abu. Ey, Bro. Einer schreibt, doch, ich meine das Full Homo.
Also Bruder, du hast ein paar auf die andere Seite gezogen, ohne das zu wollen. Kann ich stolz auf sowas sein oder nicht? Eigentlich schon, das ehrt dich. Das zeigt, okay. was für ein begehrenswerter Mensch du bist. Okay, aber bevor wir. Ich wollte nur kurz mit einer Sache flexen. Guck mal meine Story bitte und gib dir meinen Drip-Regal. Sag ehrlich, ist Drip oder nicht? Warte, ich guck mir jetzt live, während wir telefonieren, guck ich mir deine Story an und gucke, was für ein Drip-Regal du hast. Boah, diese Schuhe. Boah, was ist das da oben für ein Gerät? Da steht. Das ist Oculus. Das ist so Oculus Rift-mäßig. Ah, okay, krass. Krass. Ja, heftig. Sehr heftig. Ist sehr, sehr wild, Bruder, jetzt. Merkst du eigentlich vom Sound her einen Unterschied, wenn ich in meinen PC-Raum gehe? Weil es halt da unnormal. Guck gleich. Also, jetzt hörst du die super an. Hallo, was geht ab? Hörst du den Hall? Ja, boah. Digga. Bro, ich kann nicht durch Chat gehen. Ich sag dir, wie es ist. Ganze Nachbarschaft hört nicht. Ja, dann würde ich an deiner Stelle den PC-Raum nicht mehr zum PC nutzen. Bro, das Ding ist, ich muss den Raum mit irgendwelchen Sachen vollstopfen. Dann geht der Hall weg, glaube ich. Ja, du könntest ihn zum Beispiel mit den ganzen Heiratswilligen vollstopfen, die gerade in den Chat schreiben. Jemand schreibt, heirate meine Cousine, Abu. Alena schreibt, sag ihm, ich würde jeden Tag für ihn kochen. Stefanie schreibt, was ist denn jetzt? Möchte er jemanden aus dem Chat heiraten oder nicht? Leute, ich werde unter Druck gesetzt. Druck ist nicht gut für Abu. Unter Druck kann Abu nicht arbeiten. Ich lege jetzt auf. Okay, Bro. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war sehr, 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 sehr süß. Letzter Versuch. Allerletzter Versuch. Was geht? Digga, du laberst doch. Ich hab was geht gesagt. Wie soll ich labern bei was geht? Oder ich guck den Stream, ja. Ja, okay, ich auch. Ich führe diesen Stream. Bruder, du machst mich verrückt, Baba. Wieso mach ich dich verrückt? Bruder, ich raste gar nicht aus, Baba. Ja, raste doch aus. Wir wollen alle am Telefon hören, wie du aussiehst. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur eine Bier hab ich getrunken. Ich hab gar nichts gemacht. Bruder, alle fragen mich, was ich mache. Das ist so, ich weiß, Reflex. Aber ich bin immer noch Twitch am Stream und rufe Leute an. Stabil, Bruder. Guck mal, Gruß an den Chat, der Bruder hat zugehört. Normal, ja. Ich küsse dein Herz. Was machst du? Bruder, Walla, Eltern am Pen, ich muss leise sein, die werden mich gleich dick mit Gürtel peitschen oder so. Wenn deine Eltern reinkommen, sagst du einfach, das war gesundheitsamt. Die haben Corona-Ergebnis mitgeteilt, ich bin negativ. Ich kann wieder Shisha-Bar gehen, Papa. Um 1 Uhr? Die haben mir erlaubt. Ja, ich hab E-Mail gekriegt vom Gesundheitsamt 2 Uhr nachts oder so. Ja, okay, Bruder, ich mach ja. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bruder, Walla, bist ein Vorbild für mich, Walla. Ich küsse dein Herz. Vielen Dank für diese Worte. Ihr alle seid der Grund, warum ich das mache. Lieben Dank dafür, dass du mich supportest. Und ja, zieh durch. Schönes, also frohes neues Jahr. Zieh durch dieses Jahr. Inshallah, geht's dir und deiner Familie gut. Danke, Bruder. Ja, gleichfalls. Bis dann. Ciao, ciao.